Ich weiß es noch wie heute. In unserer Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln-Mülheim auf der anderen rechtsrheinischen Seite saß ich auf dem Fußboden unserer Wohnküche und hatte ein leeres Blatt Papier und ein Stift vor mir liegen. Ich nahm dieses leere Blatt und den Stift zur Hand und zeichnete direkt auf los, ohne zu wissen, was ich überhaupt zeichnen würde. Als ich fertig war, nahm ich das Blatt Papier, schaute drauf und es war ein Gebäude drauf. In dem Moment wusste ich, ich werde etwas mit vier Wänden machen. Meine Leidenschaft wurde geboren und da war ich 6. Es folgte natürlich die Schulzeit, die Ausbildung zum Industriezimmerer und das Fachabitur. Und alle fragten sich, was willst du machen? Was willst du werden? Was willst du studieren? Ich wusste immer, irgendetwas mit vier Wänden. Und da ich nicht unbedingt das Mathe-Genie oder das Physik-Genie war, oder auch nach wie vor bin, fiel die Wahl relativ schnell auf das Architekturstudium. Und im Architekturstudium lernte ich alles über die Architektur, wie man Gebäude entwirft, Städte plant, Baukosten schätzt. Und nach einer Weile als Architekt merkte ich allerdings, dass etwas fehlt. Und zwar der absolute wirtschaftliche Aspekt. Also sattelte ich noch mein Masterstudium in Immobilienwirtschaft drauf. Und in diesem Masterstudium lernte ich alles über Immobilien. In meinem Lieblingsfach der Projektentwicklung, wie man Projekte konzipiert, kalkuliert und alle Akteure koordiniert. Auch lernte ich in diesem Studium, wie man Immobilien bewertet, vermarktet und auch verkauft. Zumindest in der Theorie. Und nach diesem Studium war mein Ziel klar, ich wollte Projektentwickler werden und war natürlich auf Jobsuche. Und solange ich auf Antworten wartete von diesen Unternehmen, begegnete ich einem Mann, der zu meinem ersten Unternehmer-Mentor wurde. Sein Name Nazım Özbek, ein Freund meines Vaters, der meinte zu mir, Hakan, solange du hier, was immer du auch später machen willst, mit Projekten, Architektur etc., du verstehst ja was von Immobilien. Hier in meinem Ladenlokal ist ein Schreibtisch. Lass uns gemeinsam was mit Immobilien machen. Erst zögerte ich und dachte, noch hast du keinen Job. Also was hast du zu verlieren? Ich nahm das Angebot an und schon nach kurzer Zeit merkte ich, was ich mit diesen vier Wänden machen wollte. Ich wollte sie kaufen und verkaufen. So wurde ich 2007 selbstständiger Immobilienmakler. Und die Anfangszeit war natürlich sehr holprig und auch schwierig. Und die Theorie, die ich bis jetzt gelernt hatte, und die Praxis, muss ich feststellen, da können Welten dazwischen liegen. Und weil ich dazu lernen wollte, besuchte ich das erste Mal den Immobilienprofi-Meeting 2009. Damals fand das noch im Maternushaus statt, gleich um die Ecke. Und da dachte ich, wow, was ist das für eine geile Welt. Lauter Immobilienprofis, ich will dazugehören. Da dachte ich, hier lernst du wirklich was fürs Leben. Und darf hier mittlerweile 600 Immobilien später, die ich bereits vermittelt habe, Vermietungsanteil minimal, stolz hier einen Vortrag 10 Jahre später halten und mich vorstellen. Mein Name ist Hakan Zitag von Zitag Immobilien und ich bin seit 12 Jahren leidenschaftlicher Immobilienmakler. Und ich finde, wir haben den schönsten Beruf der Welt. Wir machen Menschen glücklich, indem wir diesen ein neues Heim schenken oder Verkäufer dafür bewahren, teure Fehler zu machen. Und wenn wir über Leidenschaft sprechen, da ist ja auch das Wort Leiden drin, nicht wahr? Und in letzter Zeit kommen immer mehr Makler auch auf mich zu und sagen, es wird immer schwieriger, Aufträge zu generieren und die Eigentümer davon zu überzeugen. Und ich stelle mir hier immer ganz bewusst die Frage, war es schon immer so? Wie war es früher? Und wie wird es womöglich auch in der Zukunft auch ausschauen? Und genau darum geht es heute in meinem Vortrag. Wir werden über früher, die Vergangenheit, über heute und die Zukunft sprechen.
Wisst ihr noch, wie das in den 80er und 90er Jahren war? Dirty Dancing, Madonna, Michael Jackson, das war doch noch eine richtig coole Zeit, oder? Briefe haben wir noch per Hand geschrieben oder mit der Schreibmaschine. Ja, wir hatten auch schon PCs wie C64er, Amiga 500er. Ich habe damit eher gespielt, anstatt was Vernünftiges zu machen. Und in Musik haben wir auch auf Schallplatten überwiegend gehört oder Musikkassetten unterwegs mit dem Walkman. Und ich erinnere mich noch an mein erstes Schülerpraktikum. Das war so gegen Ende der 80er Jahre. Ein Schülerorientierungspraktikum beim Immobilienmakler in Köln. Und er tippte seine Exposé-Texte noch mit der Schreibmaschine. Und die analogen Fotos, die klebte er dann eben auch da drauf. Das war das Exposé. Eine Maklersoftware oder dergleichen gab es ja damals noch nicht. Sondern die Karteikartenbox, das war die unsere Maklersoftware. Zeitungsinserate und Objektsuchanzeigen, Zeitung, was anderes gab es nicht. Und dann, an eins kann ich mich immer sehr gut daran erinnern, mittwochs und samstags kaufte er die Tageszeitung, den Kölner Stadtanzeiger und durchforstete die Privatanzeigen und rief die dann direkt an. Und nach meiner Ausbildung zum Industriezimmerer hatte ich nochmal für eine Weile leeren Zeitraum. Und da bot sich eine Gelegenheit für ein weiteres Praktikum bei einem anderen Makler. Das war 1993. Er war ein ganz anderer Typ. Der hatte auch schon PCs und Drucker in seinem Raum. Und ich weiß noch ganz genau, in einem Raum ohne Fenster, das war eigentlich der Besprechungsraum, durfte ich für ihn die Exposé-Texte abtippen. Und wie gesagt, er war ja ein ganz anderer Typ. Er war der Netzwerker. Scheinbar kannte er Gott und die Welt. Es kam in den Ladenlokalen in der Kölner Innenstadt andauernd Leute und ging wieder. Und wenn es ein bisschen ruhiger war, ging er Klinken putzen. Heute wird uns das modern als Doorknocking verkauft. Was ich bei den beiden dieser Makler oder Praktiker lernen konnte, war, Immobilienmakler arbeiten mit Menschen. Menschen arbeiten mit Menschen. Und die Immobilienakquise und der Verkauf, das war viel Zeit- und arbeitsaufwendiger und mit viel Laufarbeit auch verbunden. Aber wenn du fleißig warst, dann war es das Paradies. Und es gab genügend Fische im Blue Ocean für alle. Und mir wurde eben bewusst, dass es sich hier um ein Geschäft von Mensch zu Mensch handelt. Und wenn man Persönlichkeit hatte und sich dabei gut verkaufen konnte, Experte war, wie hier alle im Raum, dann hatte man nichts zu befürchten. Es ging also darum, Persönlichkeit zu haben, menschlich, empathisch, ehrlich, kompetent und verhandlungssicher. Diese Persönlichkeitsmerkmale waren entscheidend. Heute erleben wir den Markt ein bisschen anders. Und die Frage ist, was hat sich verändert? Wann hat es angefangen? Was war der Auslöser? 1993 kam das Internet. Selbst Bill Gates hat es unterschätzt. Und ich konnte beim allerersten Mal im Internet gar nichts damit anfangen. Könnt ihr euch noch an euer erstes Mal im Internet erinnern? Und dann kamen natürlich die ersten Baukastensysteme, in Deutschland überwiegend von T-Online. Ja? Und alle Unternehmen und auch vor allem die Makler fragten sich, brauchen wir so eine Website? Es gibt doch die Zeitung. Und dann braucht man natürlich eben auch nicht lange warten auf die weitere Entwicklung, bis mutige Pioniere die Immobilienportale wie Immowelt 1996 und Immobilienscout 1997 gründeten. Und erst dachte man, ja, es gibt auch die Zeitungen. Aber der Preis, der war zu verlockend. Und man begann fleißig zu inserieren. Und dann dachte man eben auch, ist doch cool, so ein Google für Immobilien. Und man fing einfach an, fleißig zu inserieren. Und irgendwann merkten wir allerdings, dass etwas anderes passiert. Nach anfänglicher positiver Entwicklung dieser Portale merkten wir relativ schnell, was sie eigentlich mit uns vorhatten. Und zwar,
abhängig zu machen. Ihr könnt euch noch an diese Slogans erinnern oder im One-to-One-Gespräch. Ohne den Scout läuft nichts. Ja? Und immer tiefer wollten sie uns in die Tasche greifen. Was wir gar nicht bemerkt haben, war, dass eine Mauer zwischen dem direkten Kundenkontakt hochgezogen worden war. Also es hat eine Disintermediation stattgefunden, die Ausschaltung des Mittelsmannes vom direkten Kundenkontakt. Und genau so ein System haben wir mitfinanziert und groß gemacht. Und dann kam auch noch das hier, Mieten kaufen wohnen. Kennt ihr das noch? Hat das einer geguckt? Als das noch lief, hatte ich den Eindruck, jeder will Makler werden. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt, was weiß ich, wie viele Bewerbungen von Quereinsteigern, von Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, die Sekt anstoßen wollten. Und das hat zu einer Überflutung geführt, was uns die nächste Grafik zeigen wird. Der Wettbewerb und Konkurrenzdruck nahm zu. Seit Mitte 2000er steigt die Maklerzahl stetig. Und heute, laut dem IVD, haben wir sogar 35.000. Wenn man mal 10 Jahre zurückblickt, waren es 15.000. Eine Verdopplung der Makler. Jeder will Makler werden. Und es gibt auch Trittbrettfahrer, die das schnelle Geld wittern. Alles dabei. Und durch diese Überflutung dieser Halbwissen-Makler wird das Image des Maklers, der Immobilienprofis, hier bestätigt. Wir haben damit eben auch zu kämpfen. Und die Kombination von inkompetent und schnelles Geld verdienen ist natürlich sehr schwierig. Und das Maklerbashing nimmt einfach zu. Und die Immobilienprofis werden auch mit zu Prügelknaben der Nation erklärt. Und das wird sogar von einigen Politikern mit forciert. Und endlich mal so richtig gute funktionierende Regularien zu schaffen, damit richtig gute Qualität am Immobilienmaklermarkt dann eben auch herrscht, werden Regularien, sei es Bestellerprinzip oder DSGVO, etc. eingeführt. Ja. Naja, und heute reden wir natürlich schon über die negative Entwicklung und das Internet. Und jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, was machen wir jetzt? Denn das Internet ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und wir können das natürlich für uns sogar nutzen. Heute leben und arbeiten wir im Zeitalter des Internet und der Digitalisierung. Und die nächste Grafik zeigt uns, oder zeigt uns eine Orientierung, in welche Richtung es geht. 2006 waren die mächtigsten Unternehmen noch Öl- und Energiekonzerne. Also 2016 nur noch Technologie, Online-Händler und Social Networks, die alle mit Daten arbeiten. Daten sind das neue Öl. Ist es dann verwunderlich, dass es dann März 2017 auf dem Immobilienmarkt dann so aussieht? Ist das verwunderlich? Und 2 Jahre später, Juli 2019, sind es bereits doppelt so viele. Einige dieser PropTechs sind gut, als Servicedienstleister, auch für uns Makler. Aber andere hingegen nicht, weil sie direkt gegen uns Makler arbeiten. Und auch diese Statistik, Angriff der Newcomer, ja, die selbsternannten Digitalmakler, Homeday, Mac-Makler, Maklaro, Real Best, die gewinnen immer mehr Anteile. Und das ist nicht wegzuleugnen. Oder eben, ja, unter diesen PropTechs sind natürlich eben auch diese Lead-Portale wie Aroundhome. Ehemals hieß das ja noch Käuferportal, 123 Makler, Hausgold, Immoverkauf 24. Und da kommt eine nächste Mauer. Auf der anderen Seite der Mauer der Portale kommt eine Lead-Verkäufer-Mauer, um uns von den Kunden abzuschotten und eben auch ja, abhängig zu machen. Und es gibt ja mittlerweile auch diese Matching-Börsen, nicht wahr? Ist das vielleicht sogar eine dritte Mauer?
Die meisten schimpfen natürlich über diese PropTech-Unternehmen. Ne? Und ich gebe auch zu, dass der ein oder andere dieser Unternehmen mir auch selbst ein Dorn im Auge ist. Allerdings machen die irgendetwas scheinbar richtig. Und die Frage ist, was machen die anders? Ganz einfach. Die hatten, wie die Immobilienportal-Pioniere, Mut, sich früher mit dem Wandel der Zeit, mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Vielleicht liegt es eben auch daran, dass eine Art Generationswechsel stattfindet. Die meisten dieser Geschäftsführer der PropTechs sind Digital Natives. Die sind mit dem Internet groß geworden. Die haben das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Wir, die meisten von uns, wir sind später dazu gekommen. Machen die Raketenforschung? Die machen keine Raketenforschung. Das, was die machen, ist, die nutzen einfach nur die vorhandene Technologie des Online-Marketing. Prozesse werden definiert und automatisiert. Und dann durch gezielt targetierte Kampagnen die Masse angesprochen. That's it. Keine Raketenforschung. Und einige von uns haben es manchmal ein bisschen zu spät darauf eingestellt. Den Wandel der Zeit noch nicht so richtig mitbekommen. Und deswegen haben viele, hier nicht, sondern die Makler draußen, das Gefühl der Überflutung, ein Gefühl des Hinterherlaufens. Und mittlerweile kommen immer mehr Experten, die dann sagen, du musst SEO machen, du musst Landingpages machen, du musst Facebook machen, du musst Snapchat machen, du musst Pinterest machen, du musst Instagram machen, du musst YouTube machen, du musst Chatbots machen, du musst Tinder machen. Nee, Tinder ist nichts mit Immobilien. Ergebnis der Überflutung, wir sind vom Paradies in die Hölle und hetzen von einer To-Do-Liste zur nächsten. Wir sind im Red Ocean gelandet, wo es nur noch vor lauter Haien wimmelt, um unseren Fisch dann immer auch malig zu machen. Und wir stellen uns immer noch die Frage, was soll ich jetzt machen? Man hat das Gefühl, dass das ganze Wissen, was wir über die Jahre hinweg uns angeeignet haben, die ganze Expertise und auch die ganze Leidenschaft für die Immobilie, wird gefühlt mit einem Mausklick weggeklickt. Früher Blue Ocean. Es ging um die Persönlichkeit und natürlich unsere Expertise. Heute scheint das alles nichts mehr wert zu sein im Zeitalter der Digitalisierung. Red Ocean. Wir kämpfen um jeden einzelnen Fisch. Wie gehen wir jetzt damit um? Was können wir tun? Was ist da die Lösung? Wie können wir die Makler zukunftsfit machen und wieder zu einem Blue Ocean, unserem Blue Ocean machen, wo es Fische für uns alle gibt? Ich glaube, Mindset. Alles fängt nur mit dem richtigen Mindset an. Und ich habe euch da was vorbereitet. Lasst uns jetzt einfach mal den Blick zurück nach vorn wagen. Den Überblick zu behalten kann so leicht sein, denkst du. Die Realität ist, wir können das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht mehr unterscheiden. Wer sagt eigentlich, dass die Informationsflut das Leben leichter macht? In Wahrheit ist es doch so. Wissen wir noch, was wichtig und nicht wichtig ist? Nein. Ist die Digitalisierung und deren Entwicklung ein Fluch? Zugegebenermaßen ja. Werden Social Media, Internet, Fernsehen und Smartphone zivil? Ja. Bei all der Informationsflut, die auf uns einhämmert, kann ich mich hier noch auf das Wesentliche konzentrieren? Nein. Müssen wir vor der KI Angst haben? Ja. Kann ich überhaupt noch den Überblick behalten? Wir alle verlieren immer mehr den Überblick. Dabei frage ich mich, wer heute noch behaupten kann, ich weiß, worauf es ankommt und wie es geht. Am besten, wir drehen den Spieß um. Ich weiß, worauf es ankommt und wie es geht. Dabei frage ich mich, wer heute noch behaupten kann, wir alle verlieren immer mehr den Überblick. Kann ich überhaupt noch den Überblick behalten? Ja. Müssen wir vor der KI Angst haben? Nein. Kann ich mich hier noch auf das Wesentliche konzentrieren, bei all der Informationsflut, die auf uns einheimert? Ja. Werden Social Media, Internet, Fernsehen und Smartphones zu viel?
Zugegebenermaßen ja. Ist die Digitalisierung und deren Entwicklung ein Fluch? Nein. Wissen wir noch, was wichtig und nicht wichtig ist? In Wahrheit ist es doch so, dass die Informationsflut das Leben leichter macht. Wer sagt eigentlich, wir können das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht mehr unterscheiden? Denkst du, die Realität ist, den Überblick zu behalten, kann so leicht sein. Zukunft ist eine Frage des Blickwinkels. Entweder wir blicken den Dingen positiv oder negativ entgegen. Heute Abend wird es sicherlich auch zwei Grüppchen geben. Die der Pessimisten, die sagen, wie schwer doch alles geworden ist und wie herausfordernd. Und die werden sich auch gegenseitig auf die Schulter klopfen. Es wird aber auch das andere Grüppchen geben, das der Positiven, der Optimisten. Und wer Lust drauf hat, mit den alten Werten Persönlichkeit, Leidenschaft und eben auch Mut, sich mit mir auszutauschen, für den stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Und wir sollten jetzt mal gucken, was wir für die Makler in der Zukunft machen können. Und bevor wir in die Zukunft gehen, mal kurz an Status quo. Wo wir heute stehen. Die meisten von uns arbeiten ja mit so einer Kombination aus Online-Marketing, sprich SEO, Social Media, Landingpages etc. Und hinzu kommt natürlich noch das Offline-Marketing, wie lokale Werbung, Präsenz vor Ort zeigen, Flyer, alles gehört dazu. Und natürlich noch die dritte Komponente, hallo Jaap, super Kooperationspartner, danke dir, das Kooperation und Netzwerke. Und das war bis jetzt immer die Kombination, der Erfolgsgarant, warum es gute und schlechte Makler in dem Ort gab. Und die meisten hier im Raum, die arbeiten ja auch so, auch sehr erfolgreich, das weiß ich definitiv. Die Frage ist, wird es in der Zukunft auch so bleiben? Wird diese Kombination nach wie vor das ausreichend sein? Ich glaube, wir müssen noch 2, 3 Stufen höher gehen, einen Gang hochschalten. Und ich habe da richtig Lust darauf. Ihr auch? Okay, cool.